Schön ist, dass das Wort Reminiscere, also Gedenken oder Denken, als Eingangsvers für den zweiten Fastensonntag hier bezogen ist auf Gott selber. Also Gott selber soll sein Erbarmen so bedenken, dass wir es erfahren können und dass wir etwas Gutes daraus ziehen können für unsere eigene Fastenzeit. Bedenke, o Mensch, dass du aus Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Das Auflegen des Aschenkreuzes am Aschermittwoch ist ja eines von den besonders sprechenden und schönen Zeichen. Auch wenn damit eine Konfrontation verbunden ist, dass der Priester damit jedem Einzelnen zusagen kann, dass er seine Todverfallenheit, seine Endlichkeit nicht vergessen darf. Aber es ist ja auch etwas, wo ich den Menschen nahe komme. Zu dieser Konfrontation mit der Vergänglichkeit bedeutet es auch, dass im Kreuz Christi, das ich in Form der Asche auf das Haupt des Menschen lege, Gottes Barmherzigkeit den Menschen zugesprochen wird. Weil das Kreuz immer beide Seiten auch in sich trägt. Also die Todverfallenheit und die Barmherzigkeit Gottes. So wie es in dem Eröffnungsvers vom zweiten Fastensonntag heißt. Paulus hat sie als eine paradoxe Botschaft beschrieben, die Botschaft des Kreuzes. Und paradox bedeutet für mich, dass es eine unauflösliche Spannung in sich birgt. So wie das Leben von uns Menschen ja auch manchmal solche Spannungen in sich birgt, die man nicht einfach auflösen kann und sagen, also es ist jetzt genau so oder es ist jetzt genau so. Insofern ist das Kreuz ein Zeichen, das die Menschlichkeit, das Menschliche von uns ganz in den Blick nimmt. Theologisch würde man sagen, es aber auch dann transzendiert, also auch wenden kann, hin auf die göttliche Seite. Also auf die Seite der Zuwendung Gottes an uns, dass in den Niederungen unseres Lebens, in der Todverfallenheit, in unseren Ängsten und Zweifeln und Fragen sein Heil drin verborgen ist, wenn ich richtig sehen lerne. Und die Fastenzeit könnte auch so eine Zeit sein, das Sehen dieser Spannung neu zu üben.